legalisiert. Ja, es ist offiziell. Cannabis wird legalisiert. Nee, nochmal. Ja, also die Ampelkoalition hat sich bei Verhandlungen darauf geeinigt, dass sie Cannabis jetzt sicher legalisieren wollen. Und zwar eine Legalisierung mit Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften. Das ist eine sehr geile Nachricht, weil teilweise wurde ja spekuliert, macht man es nur über Apotheken oder sowas, und ich finde es gut, dass das ein eher liberaler Weg ist, wo ich auch einen Shop aufmachen könnte, und das will ich natürlich machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, wie meine Weed-Sorten heißen sollten und wie mein Shop heißen soll und was stellt ihr euch vor, wie so ein perfekter Shop aussieht. Also schildert euren Traum-Weed-Laden in den Kommentaren. Es wurde ja teils spekuliert, dass die Legalisierung doch nicht kommen wird oder sowas, weil die Polizeigewerkschaft ja jetzt irgendwie vermehrt Druck gemacht hat. Vor allem bei der SPD war man sich unsicher, ob die da mitgehen werden. Aber sie sind mitgegangen. Die Parteien haben ebenfalls schon ausgemacht, dass man nach 4 Jahren eine Art Evaluation machen wird. Also, dass man da nochmal schaut, wie hat die Legalisierung funktioniert? Muss man da irgendwas verbessern oder sind jetzt alle plötzlich drogensüchtige Cannabis-Junkies? Drogensüchtige Cannabis-Junkies. Und es gibt sogar noch weitere positive Nachrichten in der Drogenpolitik. Die Ampelkoalition will ebenfalls Drug-Checking einführen. Also, dass man sogar illegale Drogen testen lassen kann auf Reinheit. Das ist natürlich gut für jeden Konsumenten und das kann man natürlich nur begrüßen. Die Regelungen für Marketing und Sponsoring bei Cannabis, Nikotin und Alkohol wollen sie außerdem auch verschärfen. Ich hoffe, die machen es nicht so streng, dass ich dann für meinen Weed Store gar keine Werbung machen darf. Von dem, wie es jetzt läuft, muss ich sagen, dass die Chance, dass wirklich ungefähr am 31. März, wie ich es prognostiziert habe, legalisiert wird, sehr hoch ist. Jo. Jo, was sagst du dazu? Sowas. Dass die Legalisierung kommt. Oh, how do you know? Das wurde jetzt gerade, das stand jetzt gerade in den Zeitungen. Welche Zeitungen? In den Zeitungen, in Spiegel, bei Spiegel zum Beispiel. Okay. Gut, we have to wait, the coalition is not even finished yet. Ja, aber die haben es jetzt abgemacht. Very good. Very good. To celebrate. Ja, geil, Mann. Hast du sonst noch was dazu zu sagen? Nö. Okay, alles klar, dann bis dann. I'm looking forward to having a plant in the garden, so I can put some in my smoothie. Okay, sehr gut. Alles klar, bis dann. Ciao. Good book. Ciao. Ich halte euch natürlich hier auf dem Laufenden. Abonniert am besten auch meinen Telegram-Kanal. Das ist so die beste Art, über sowas informiert zu werden. Und folgt mir auch auf Twitch, denn es wird bestimmt bald so eine Art Pressekonferenz geben, wo noch mehr Details bekannt gegeben werden. Und das werde ich natürlich live streamen, wie ich darauf reacte.